Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arcanvale. Ja, ich stehe jetzt hier zu Hause, bin gerade ein bisschen wütend. Ich sag euch auch direkt, warum ich wütend bin. Ich hatte nämlich eigentlich schon ein bisschen gerade was aufgenommen, aber ich hatte einen PC-Absturz und meine Aufnahme, die ich bis dahin gemacht habe, ist jetzt weg. Futsch, finito. Die sehe ich leider Gottes nie wieder. Ist richtig kacke. Also ich bin deswegen gerade übel sauer, weil ich eigentlich recht viel sogar gemacht hatte. Ich erzähle euch mal kurz, was ich gemacht habe. Ich habe zum einen die Quest bei dem König abgegeben. Dafür hatte ich dieses Schwert bekommen, was ich hier in der Hand halte. Nennt sich Andors großes Schwert. Und ihr seht hier die Werte. Ein extrem mächtiges und uraltes Schwert. Die Waffe ist auch wirklich strong. Das Problem ist, ich kann währenddessen keinen Nebenhand tragen, also keinen Schild. Des anderen, ich bin von dem Piraten-Hideout mal nach links gegangen, wollte zu der Mine da. Auf dem Weg waren hier schwarze Drachen, die hatte ich bekämpft. Also dieselben wie meiner, den ich hier habe, nur halt in schwarz. Und die hatten wesentlich größeren Loot-Drop. Die haben sogar was Neues geliefert, nämlich Feuerruhen. Haben die abgeliefert. Ich wollte in die Mine rein und genau da hatte ich einen Absturz. Außerdem hatte ich beim Quartiermeister Joe die Einsiedlerkrebs-Quest abgegeben, weil ich die Krebse und die Schildkröten-Offscreen schon mal getötet habe. Ist jetzt ein bisschen doof, dass ich den Kram jetzt gerade eben umsonst gemacht habe. Also ich nehme jetzt gerade direkt nochmal neu auf. Ich habe mir für die Zukunft übrigens vorgenommen, den Begleiterdrachen einfach hier zu lassen, weil der stört mich wesentlich mehr, als er hilft. Eigentlich hilft er sogar überhaupt nicht. Der steht halt wirklich des Öfteren einfach nur im Weg und nervt mich halt einfach. Ich weiß, er sieht putzig aus, Leute, aber der steht immer nur im Weg, hilft nicht. Und dann klicke ich das falsche Etwas an. So, ich gönne mir jetzt hier gerade die Drachenhaut. Ich gucke gerade, wo habe ich die alte hingelegt, weil ich weiß, dass ich noch ein bisschen was hatte. Muss gerade nur gucken, wo. Ach ja, ich habe auch noch bei der Zitadelle diesen Teil von seinen Harpienfedern gebracht und dadurch habe ich diesen Nachtsichttrank hier freigeschaltet. Da habe ich einen bekommen. Dass ihr da Bescheid wisst, was ich getrieben habe. In der Zeit, die ich euch leider nicht zeigen kann, weil die Aufnahmedatei wirklich beschädigt ist. Ich habe schon versucht, sie zu reparieren. Es geht nicht. So, kann ich mit dem, was ich habe, was machen? Ja, ich brauche nur Nadeln und diese Fäden. Die sollte ich hier eigentlich haben. Hier haben wir einmal die Nägel. Aber ich glaube, ich habe die Fäden gar nicht. Doch, ich habe 6. Zur Not kann man, glaube ich, auch noch welche kaufen. Würde ich mir nämlich einmal den Drachenhauthelm und einmal das andere craften. Ich weiß gar nicht, ob ich genügend für beides habe. Doch, wenn ich ein paar Fäden kaufe, kann ich beides gönnen. Das wäre auch ganz praktisch, weil das Feuerresistenz hat. Ich gehe mal eben kurz gucken, ob ich irgendwo Fäden kaufen kann. So, Leute, ich hatte Glück. Der Schmied hatte noch ein bisschen was an Fäden. Dann gönne ich mir mal die andere feuerresistente Rüstung. Während ich mal hier Sachen beiseite lege. Und meine feuerresistente Rüstung ist fertig. Dann schauen wir sie uns mal an. Drachenhauthelm und Drachenhautrüstung. Ja, die macht schon was her. Die Rüstung sieht cool aus. Aber beim Piratenverstecken, obwohl, solange ich da nicht reingehe, brauche ich die Piratenrüstung nicht, ne? Dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Mine zurück. So, Leute, ich bin gewappnet für die Drachen.
Ah, hier, guck mal, da seht ihr die schwarzen Drachen. Ihr seht zwar den neuen Eintracht nicht, aber das sind die Drachen, die ich meinte. Die droppen richtig viel, wenn man sie umbringt, aber ihr merkt, wie anstrengend es wäre, gegen die zu kämpfen. So, und hier ist der Eingang. So, Leute, ich habe schon mal Dynamit in der Hand, weil ich weiß, dass ich das gleich brauche. Hier sind übrigens Ghule, die ignorieren wir einfach mal. Genauso wie die Drachen, die jetzt hier erscheinen werden. Das tun wir uns mal nicht an. Ist echt anstrengend, die zu bekämpfen, weil die immer vor einem wegfliegen. So, hier ist eine Tür. Die muss ich aufsprengen. Ach, warum seid ihr denn hier? Also ja, ihr habt ein paar neue Einträge verpasst. Darunter auch so ein Blitzelementar, was einmal während eines Sturms da war. Ich glaube, die können nur dann erscheinen, weil ich an derselben Stelle danach nichts mehr gefunden hatte. Der hat mit Blitzen auf mich geschossen. Ich hatte schon geguckt, ob ich den in der Liste habe, aber ich finde den da nicht. Diese Liste ist aber auch ehrlich gesagt mega verbuggt. Ist schön, dass du genug von diesem Ort hast. Boah, ich ignoriere dich mal. Hier ist viel Kohle. Ich ignoriere die Viecher gerade mit Absicht. Wenn ich mich mit denen aufhalte, dann hänge ich hier Stunden. Auch wenn hier richtig viel Erz ist, ich lasse das mal liegen. Du wirst verbrennen, genau wie all die anderen. Also sehe die Flammenhölle. Hier ist es eh sehr hell, da kann ich ruhig den Schild nutzen. Azazel wehrt sich ja nicht besonders stark. Ich treffe ihn aber kaum. Ich kann auch Feuer. Alter, wie gut ist denn der Stab? Das war der Stab, den ich von der Hirtenfrau bekommen habe. Den nutze ich ja gar nicht ab. Oh, der hat einen Kelch fallen lassen. Und eine unheilige Sense. Unheilige Sense, unheilige Sense. Oh. Sehr viel Reichweite. Und ist, glaube ich, auch stärker als mein Koboldschwert. Na gut, ansonsten ist hier nichts, ne? Zumindest nicht in dem Höhenteil. Oh, hier liegt Geld. Ich habe irgendwie einen Bug ausgelöst. Ah, jetzt habe ich meine Sense wieder. Wie gesagt, die Erze hier lasse ich mal in Ruhe. Ich will aber gucken, was man hier noch so findet. Ah, guck mal, hier ist wirklich der andere Eingang von der Mine. Boah, macht die Sense gut Schaden. Vor allen Dingen hat sie eine irre Reichweite. Die Sense ist ja richtig geil.
Jetzt muss ich mich ja doch mit denen aufhalten. Bin fast tot. Obwohl, die Kohle, die würde ich schon gerne mitnehmen. Alter, das ist eine richtig gute Fernkampfwaffe. Ich kann aus einer sicheren Entfernung auf die einprügeln. Ist ja richtig angenehm. Ich glaube, die feuerresistente Rüstung zu machen, war auch eine richtig schlaue Idee, wenn man bedenkt, dass er nur mit Feuer gekämpft hat, der Typ. Och nö, hier sind schon wieder diese schwarzen Drachen. Die zu bekämpfen ist einfach nur anstrengend. Unglaublich. Ich dachte ja vorher schon, dass die Mine riesig ist, aber die ist ja wirklich gigantisch. Oh. Ich glaube, das mochte Drachi nicht. Ach, Mist. Ich will mich doch nur bedienen. Zirif, der schwarze Recken. Das nenne ich einen leibhaftigen Drachen. Der hat den Stein einfach kaputt gemacht. Da ist jetzt hell. Ich glaube, ich brauche den die Lampe nicht. Der macht es schon hell genug. Warte mal, wir haben doch gerade eben was gelernt. Der Stab, der ist einfach richtig geil. Oh, scheiße. Das Geile ist, der drückt mir kaum Schaden. Der hat mich gerade einmal getroffen und hat nur einen Schaden gemacht mit seinem Feuer. Die feuerresistente Rüstung bringt auf jeden Fall was gegen den. Komm, den Rest mache ich im Nahkampf. Ich habe den schwarzen Schrecken besiegt. Warte mal. Damit wir einen Vorher-Nachher-Vergleich haben. Ich habe jetzt gerade so 12.605. Ich habe vorher Kürbis und so weiter übrigens verkauft. Ich will einfach nur wissen, wie viel Gold ist das da oben? Ich habe ihn abgebaut. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf. Wie viel Geld habe ich allein dadurch jetzt bekommen? Das war nur 300. Schwellende Glut. Das sind schwellende Glut. Ist das... Ist das zum Angreifen? Meine Drachenflamme kann so etwas erschaffen. Du suchst den Schatzhaufen und findest einen Kompass. Ich habe dafür eine Errungenschaft bekommen. Das war auch die letzte Errungenschaft von dem Spiel. Du suchst den Schatzhaufen und findest einen Kompass. Hallo, lass mich doch den Schatzhaufen mitnehmen. Ich finde sehr wohl etwas. Allein dieser riesige Goldberg, da lasst mich den doch mitnehmen. Ich wäre reich. Nie wieder Geldprobleme. Mithril entdeckt. Mithril-Erz. Ich habe ein neues Erz gefunden. Hier ist auch noch Diamant. Was ist das für eine irre geile Höhle? Bitte noch mehr? Hallo? Ich schaue gerade hier nochmal im Kreis rum. Ich will noch mehr. Komm, Spiel, gib mir. Gib mir. Ja. Das müsste Friedel jetzt nämlich auf jeden Fall mal mit. Vielleicht brauchen wir das nochmal.
Alter, ich habe gerade richtig viel bekommen. Aber wie hart sich diese Rüstung auch gelohnt hat. Ist nur schade, dass ich das Gold da irgendwie nicht mitnehmen kann. Wenn die Drachen mich nerven, sie machen überhaupt keinen Damage, wenn sie mich treffen. Wirklich gar keinen. Es liegt aber auch wahrscheinlich nur an der feuerresistenten Rüstung. Vor allen Dingen, die hat auch generell mehr Abwehr als alle meine anderen Rüstungen. Ist generell die stärkste Rüstung, die ich bisher hatte. Na gut, ich würde sagen, ich baue jetzt noch eben kurz ab, was hier wertvoll ist, und dann treffen wir uns beim Zwergenkönig. Da werde ich eine Weile brauchen, um dahin zu kommen. Wir sehen uns also in ein paar Minuten wieder. Also ein paar Sekunden aus eurer Sicht, bei mir sind es Minuten. Ach, wisst ihr, Leute, ich habe das gerade nicht ganz durchdacht. Der Zwergenkönig, der will was anderes haben. Der will gar nicht hier irgendwas von den Drachen oder von dem Typen, den ich umgebracht habe, Azazel. Wir wollen ja König, Captain Stede irgendwie ein bisschen beeindrucken. Dieser verdammte Captain Boyle. Er ist ein Betrüger. Ich bin der beste Pirat auf diesen Meeren. Wer ist Boyle? Boyle ist ein weiterer Kapitän, der ihn im Piratenbuch angelegt hat. Alles, was ich mache, macht er noch besser. Ich kann nicht gewinnen. Vielleicht ist er. Ich brauche deine Hilfe bei der Suche nach einer geheimnisvollen Insel. Wie bitte? Du brauchst meine Hilfe, um eine geheimnisvolle Insel zu finden? Und darf ich fragen, warum du nach einer geheimnisvollen Insel suchst? Und was noch wich viel wichtiger ist, was habe ich davon? Sehr, wenn ich dir helfen würde, Boyle zu besiegen. Mir helfen, Boyle zu besiegen, sagst du? Er denkt kurz darüber nach. Weißt du was? Vielleicht hast du gerade den Deal deines Lebens abgeschlossen. Wenn du so tust, als wärst du ich und ihn im Duell besiegst, werde ich dir helfen, deine geheimnisvolle Insel zu finden. Wie soll ich so tun, als wäre ich du? Gute Frage. Du wirst eine Kapitänsmütze brauchen. Nur er und ich tragen diese Mütze. Wenn du sie trägst, wird er auf jeden Fall denken, dass du ich bist. Hol dir einen Piratenhut und setz ihn auf deinen Kopf. Dann geh zu ihm rüber und fordere ihn zu einem Duell heraus. Wenn du gewinnst, werde ich dich auf deine Insel bringen. Ich möchte mir da Maggie im Gemischwarenladen. Sie sollte welche zum Verkauf haben, um die Wahrheit zu sagen, sie sind gar nicht so selten. Klar, können wir eben kurz noch machen. Maggie! Wo sind die? Muss ich so mit dir reden? Kann es vielleicht sein, dass ich von der das schon mal abgekauft habe und zu Hause abgelegt habe? Ach hier, der Piratenhut, der sieht gar nicht wie ein Piratenhut aus. So, Piratenhut angezogen. Komm her, Captain Boyle. Stede, was hat dich hierher geführt? Willst du lernen, wie ein echter Pirat handelt? Ich fordere dich zu einem Duell heraus. Du forderst mich zu einem Duell heraus? Hast du zu viel von Jacks Rum getrunken? Du kannst kaum eine Kanonenkugel heben, geschweige denn einen echten Piraten wie mich herausfordern. Sicher, dass du dich blamieren willst? Mal sehen, wer der echte Pirat ist. Der kann ja gar nichts. Okay, genug. Ich gebe auf, ich gebe auf. Du bist der bessere Pirat, Stede. Irgendwie hast du mich besiegt. Was wirst du allen in der Stadt erzählen? Da du der bessere Pirat bist, verspreche ich, dass ich es allen sagen werde, aber verschone mein Leben. Ich habe nicht vor, ihn umzubringen. Hast du diesen verflixten Kapitän Boyle schon in einem Duell besiegt? Und das auch noch in der Nähe seines eigenen Schiffes? Was ist getan? Du hast es getan! Und das vor seiner Mannschaft? Ah, das ist unglaublich. Jetzt werde ich der beste Pirat auf den Weltmeeren sein. Ich kann dir nicht genug danken. Wie versprochen werde ich dich auf deine geheimnisvolle Insel mitnehmen. Es gibt nur noch eine Sache, die du für mich tun musst, bevor wir in See sprechen. Stechen können. Sprich wieder mit mir, wenn du bereit bist. Ja gut, Leute. Ich würde aber sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, Leute. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!